Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 14. April und am 14. April hat Geburtstag, muss ich ablesen, Abigail Breslin, kenne ich gar nicht. Science. Die hat bei Science mitgespielt. Die hat bei Science mitgespielt. Als kleines Mädchen oder was? Also die hat bei Science mitgespielt, 2002 sehe ich hier gerade. Ja. Und die ist 1996 geboren, das heißt, die war 6. Also eher als kleines Mädchen, würde ich sagen. Ja. Da hat sie noch nicht so Hupen gehabt. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Nein. Apropos Hupen, Hupenautos. Hupen, ne? Hupenautos. Was meine ich denn damit? 1929 in Monaco findet das erste Autorennen und gleichzeitig das erste Straßenrennen überhaupt statt. Heute ein Highlight im Formel-1-Kalender. Ja, 1929 war das. Am 14. April 1929. Genau. Erstmal Monaco. Ja, und 1927, also 2 Jahre zuvor, verlässt auf der Insel Hisingen in Schweden. In Sweden, ja, der erste Volvo das Werk. Ja. Das war auch am 14. April. Also der erste Volvo wurde geboren. Wie sagt man dazu? Gebaut? Gebaut? Ja, geboren, gebaut. Taxemücket. Wie? Taxemücket. Was hat denn? Vielen Dank auf Schwedisch. Nee, ist ja gut. Was kannst du noch irgendwas auf Schwedisch? Taxemücket. Hey. Hey heißt Hallo. Hey do. Hey, was? Hey do. Hey do. Heißt Wiedersehen. Hey do. Hey heißt Hallo und Hey do heißt Tschüss. Fika. Und wenn man unterbrochen wird, beim auf Wiedersehen sagen und sagt so, hey, und dann sagt er so, hey, was begrüßt mich jetzt? Kennst du Fika? Das Wort wird dir gefallen. Das. Fika? Fika. Und wenn man Kaffeepause. Achso. Ja. Ja. Aber nicht das, was du und wenn man es schnell ausspricht? Fika. Ja. Das ist eine schnelle Kaffeepause. Fika ist eine schnelle Kaffeepause. Also, Abigail Breslin ist das Geburtstagskind. Ja. 1929 am 14. April, erste Straßenrennen Monaco und in Schweden auf der Insel Hisingen der erste Volvo. Das könnt ihr jetzt alles nach draußen tragen und angeben und ach komm. Raushauen. Ja. Und ihr könnt morgen auch nochmal reinschalten. Richtig. Da geht's weiter. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.